Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen bei Exclusive Kevin. Natürlich nicht bei Shappy einfach. Ace hat, so wie er das jedes Jahr macht, ja schon, und ich kann ihn euch nur ans Herz legen, wärmstens empfehlen, Exclusive Ace, mit Abstand der beste COD-YouTuber, den diese Welt jemals gesehen hat. Er hat ja bereits ein paar Tests zu Totenstille und den Fußschritten gemacht. Und ich mache das ja auch jedes Jahr, weil ich finde, Totenstille und Fußschritte sind in dem COD zusammen mit einer normalen Minimap eine der wichtigsten Sachen, die man kennen sollte. Und Totenstille gehört als Perk dauerhaft in ein Game. Es ist schön und gut, dass wir eine genervte Feldaufrüstung mit Totenstille haben. Und ich hätte kein Problem damit, wenn das Perk zusammen mit Geist in einer Kategorie ist, dass man nicht Geist und Totenstille gleichzeitig nehmen könnte. Und ich könnte sogar damit leben, wenn ich alle anderen Perks dafür aufgeben müsste. Und ich könnte damit leben, wenn Totenstille als Perk nicht die Fußschritte komplett leise macht, sondern 60, 70, 80% leiser. Selbst 50% leiser wäre schon schön. Aber Infinity Ward möchte all die Sentinels beschützen und möchte, dass bessere, aggressivere Spieler dafür bestraft werden. Das haben sie wortwörtlich so gesagt. Sie dürfen nicht unbestraft sprinten dürfen, ohne dass man gehört wird. Und die Fußschritte in der Beta waren sowas von abstrus laut, dass sich folgende Situation meistens eingestellt hat. Die Runde hat gestartet. Alle 6 Leute haben sich ihre Ecke gesucht und haben gewartet und haben darauf gewartet, dass einer aus dem Gegnerteam dumm genug ist, sich zu bewegen. Ihr müsst euch das mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Entwickler dieses Jahres von Infinity Ward, von Modern Warfare 2, wollen alles dafür tun, dass ihr bestraft werdet, wenn ihr euch bewegt. Denn Bewegung, Movement ist auch raus. Gunskill mit dem Motion Blur und alles ist auch eigentlich rausgenommen. All das sind Sachen, die bessere Spieler machen und schlechtere Spieler nicht. Schlechtere Spieler sitzen in Ecken mit einer Shotgun, angelehnt in einer Ecke, können kaum gerade auslaufen, wollen 1-2 Stunden casual abends ein bisschen spielen, wollen sie es da bequem machen. Der Uwe zum Beispiel. Und deswegen ist es so krass, wie sie das Ganze angehen. Aber sie haben Änderungen seit der Beta zum Full Release gemacht. Was Lautstärke der Fußschritte angeht, was Lautstärke dieses Beeptons bei Totenstille angeht. Und ich habe die verschiedenen Audio-Optionen, die wir haben, also Kino, Heimkino, Headset, Headset-Audio-Boost und, getestet. Und die lasse ich für euch jetzt, am besten irgendwie Headset oder Kopfhörer rein oder sonst was, die lasse ich für euch auf normaler Lautstärke. Ich habe sie nicht verstärkt, nicht abgeschwächt, gar nicht, sondern so wie ich sie aufgenommen habe, gebe ich sie euch hier wieder. Und ihr könnt euch einmal anhören, was die beste Kopfhörerfunktion ist, also Audiofunktion, die ihr für Fußschritte nehmen solltet. Dann spreche ich mit euch nochmal drüber, was eigentlich mit dem Totenstille Feldaufrüstung Perk aktuell los ist und. Hört genau hin, bin gespannt, was ihr sagt.
Anhand der verschiedenen Audio-Presets sozusagen, glaube ich, kann man festhalten, dass Kopfhörer und Kopfhörer-Bassverstärkung die mit Abstand sinnvollsten sind, um Fußschritte zu hören. Und gerade die letzten zwei Kino ist komplett Bullshit. Also kann man komplett lassen, da hört ihr gar keine Fußschritte mehr. Das ist so die Lautstärke, wie ich mir Fußschritte eigentlich von normalerweise wünschen würde. Ich, von mir aus, könnten Fußschritte in Call of Duty so laut sein wie Kanonenschüsse, solange es ein Perk gibt, was ich aktiv auswählen kann, damit ich meine Fußschritte leiser mache. Und wenn jemand eben lieber Geist haben möchte und dafür laute Fußschritte, ist das für mich in Ordnung. Aber die Tatsache, dass wir gar keinen Perk haben, ist absoluter Abfuck und es nervt mich, dass es immer wieder bei Infinity Ward so ist, weil Joe Secord und die Entwickler dort absolute Idioten sind. Wirklich absolute Idioten. Am Ende habt ihr dann gehört, wie es klingt, wenn ihr mit Totenstille lauft und wenn ihr Crouch Walk, könnt ihr trotzdem Schritte hören. Ähnlich leise allerdings, als wenn ihr Totenstille habt. Ihr habt es gehört, Totenstille ist nicht 100% Totenstille, was generell in Ordnung ist, wenn es ein Perk wäre. Und ihr habt auch am Ende gehört, was für ein Piepton es macht, wenn ihr Totenstille aktiviert. Dieser Piepton geht auf 7 Meter Entfernung 4,5 Sekunden. Das heißt, wenn ihr ein Perk aktiviert, was aktiv dafür sorgen soll, dass ihr lautlos seid, schreit ihr erstmal zu jedem Gegner in der Umgebung von 7 Metern für 4,5 Sekunden: Achtung, Achtung, ich bin jetzt Totenstille, Achtung, Achtung, ich komme jetzt. Das ist komplett beknackt und der einzige Grund, warum sie das gemacht haben, ist, weil sie in MB19 die Daten ausgewertet haben und gesehen haben, dass, ich weiß nicht wie viel Prozent, ich würde sagen 90-95%, nur eine Feldaufrüstung gespielt haben, Totenstille. 3% Munitionsbox und die anderen 1-2% irgendwelche anderen Feldaufrüstungen. Und sie gehen im Kopf nicht so weit zu sagen, wir geben den Leuten einfach die Option, Totenstille als Perk zu haben, was bedeuten würde, dass ich als Feldaufrüstung etwas ganz anderes nehmen würde. Ich würde lieber leisere Fußschritte dauerhaft haben, als ganz leise Fußschritte immer nur temporär. Deswegen haben sie die Animation reingebracht, die dauert, bis es aktiv ist. Deswegen haben sie es gemacht, dass die Fußschritte nicht ganz leise sind. Deswegen haben sie es gemacht, dass eben dieser Piepton erscheint, der 4,5 Sekunden geht. Grausam, grausame Gameplay-Entscheidung, die zusammen mit einer Minimap die Schüsse nicht anzeigt, wenn man keine Drohne aktiv hat, die zusammen dafür sorgen, dass der gesamte Flow von dem Game langsamer ist. So langsam, dass es sich teilweise anfühlt, als würde man in der Sekunde bestraft werden, wo man losläuft. Viele Entscheidungen von Infinity War dieses Jahr sind 100% so komplett auf Anfänger ausgelegt, dass ein guter Spieler eigentlich schon kotzen müsste. Man muss sich an die Situation anpassen. Ich für mich kann euch nur sagen, es kommt für mich gar keine andere Feldaufrüstung in den Sinn, außer Totenstille. Ihr könnt natürlich die Feldaufrüstung Pro nehmen, das heißt ab Stufe 44 Charakterlevel habt ihr dann zwei Feldaufrüstungen, könnt zum Beispiel Munitionsbox und Totenstille nehmen. Es lädt dann aber immer mit der Geschwindigkeit der langsameren auf, das heißt Totenstille lädt schnell auf. Mich wundert, dass sie die nicht langsam gemacht haben. Und die Munitionsbox lädt mit dem Medium normal oder Medium heißt es glaube ich auf. Das heißt, nach der Mediumzeit, ich glaube das ist eine Minute, habt ihr dann die Möglichkeit, Totenstille zu aktivieren oder eben die Munibox. Meiner Meinung nach trotzdem lieber nehme ich eine andere Waffe auf, als kein Totenstille als Feldaufrüstung zu haben. Gerade wenn ihr versucht, irgendein Play zu machen, gerade wenn ihr Suchen zerstören spielt, ist Totenstille als Feldaufrüstung so unglaublich wichtig. Und ich kann es nicht häufig genug betonen, ich würde mir so sehr wünschen, dass wir es als Perk irgendwie bekommen. Es kann in die letzte Perk-Kategorie, von mir aus habe ich es erst nach eben 7,5 Minuten oder nach 3 Minuten, wenn ich Scores mache und Kills mache. Von mir aus kann es zusammen in einer Gruppe mit Geist sein, damit ich nicht Geist und Totenstille spielen kann. Geist spiele ich sowieso nicht, aber ich würde es mir so hart wünschen, weil es einfach für den Gameflow unglaublich wichtig wäre. Welche Presets, Leute, nehmt ihr? Meiner Meinung nach gibt es hier nur Bassverstärkung. Das klingt wirklich mit Abstand am besten, was Fußschritte angeht. Und was haltet ihr davon? Wollt ihr gerne Totenstille als Perk haben oder reicht euch die Feldaufrüstung? Eure Kommentare lese ich gerne. Lasst ein Like da, Leute. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und vielen Dank an alle die neuen Abonnenten, die mittlerweile schon dabei sind.